Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es eine kleine Review von Judith's Favorites. Das sind die neuen Make-up-Produkte von Judith Williams. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. In meinem letzten DM-Haul habe ich euch gezeigt, dass ich einige Produkte von Judith Williams mitgenommen habe, die jetzt ganz neu im DM erhältlich sind. Und was dazu gehört oder was ich mitgenommen habe, das sind insgesamt 5 Teile. Heute testen wir hier doch nur 4. Genau. Und zwar einmal die Foundation. Dann einmal, was nehmen wir denn hier? Die Mascara. Dann einmal den Eyebrow Shaper. Wie nennt sich das? Eyebrow Gel. Und dann die Lidschattenpalette. Das hier werde ich, das ist das, die getönte Tagespflege, werde ich dann ein anderes Mal testen. Das lassen wir jetzt außen vor. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Make-up. Auf der DM-Homepage im Shop steht über die Produkte beschrieben, dass sie geeignet sind für verschiedene Hauttypen und auch verschiedene Hauttöne. Und dass die speziell für Frauen gedacht ist, etwas älteren Alters und ja, Anti-Aging, im Anti-Aging-Bereich. Und das heißt, sie sind auch mit zusätzlich mit Pflege versetzt. Wir fangen jetzt einfach mal mit der Foundation an. Das ist die Judith's Anti-Aging Foundation, Deckkraft, Hautperfektion, Elastizität. Da sind 30 ml drin. Das kommt in so einem Glasfläschchen mit Deckel und Pumpspender. Die soll eine hohe Deckkraft haben und einen natürlichen Finish, ein natürliches Finish zaubern. Hat eine leichte Formulierung, perfektioniert das Hautbild und lässt sich mühelos verteilen. Dank in der Formel enthaltener straffender Inhaltsstoffe werden Zeichen der Hautalterung optisch kaschiert für ein jugendlich strahlendes Aussehen. Bevor ich die Foundation auftrage, gehe ich in mein Schminkkörbchen ran und hole mir meinen Primer. Sagt mal schnell hier Noga Noga oder Yoga Yoga. Ich komme nicht drauf, beziehungsweise ich weiß nicht, was die ersten... Uoga, Uoga, genau. Uoga, Uoga. Bezüglich des Auftrags der Foundation. Man empfiehlt, für den Auftrag oder für das Verteilen einen Pinsel zu nutzen oder halt ein Schwämmchen und die Hände außen vor zu lassen, aufgrund der Hygiene. Ne? Also wenn man sich mit den Händen in den, ins Gesicht fasst, kann es natürlich schneller passieren, dass da Hautunreinheiten entstehen. Und ja, ich habe meine Hände vorher gründlich gewaschen und von daher, das mache ich immer. Und deswegen trage ich die Foundation sehr, sehr gerne mit den Händen auf, weil ich sie einfach besser verteilen kann und gehe dann nachher mit dem Schwämmchen drüber, um das Ganze dann richtig einzuarbeiten. Deswegen machen wir das auch heute mit der Hand. Erstmal nehme ich ein Pump-Hub. Ich glaube, das reicht gar nicht. Nehmen wir mal 2, oder? Machen wir mal 2, so. 2 Pumpstöße. Und dann verteile ich das überall im ganzen Gesicht und gehe dann gleich mit dem Schwämmchen drüber. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wegen den Lichtern so gut erkennen kann. Der hat sich wirklich sehr, sehr gut angepasst. So. Ja, das Ergebnis finde ich okay, aber es ist kein Schein. Laut Beschreibung strahlendes Aussehen, jugendlich strahlendes Aussehen, bei mir strahlt nichts. Bei mir ist alles zwar sehr gut abgedeckt, wie ich finde, aber da gibt es kein Strahlen.
Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Ja, das Ergebnis ist okay, aber es überzeugt mich nicht so sehr. Jetzt klingelt. Ein Moment. Novak. Ich benutze ja keinen Concealer und ich würde da jetzt auch nicht hingehen und abpudern. Ich glaube, das braucht man nicht. Aber trotzdem werde ich hier unten noch einmal ein bisschen mit Puder drüber gehen, damit sich das nicht in die Fältchen reinsetzt. Ich habe mir auch vorgenommen, demnächst bei meinen Reviews auch auf die Inhaltsstoffe zu schauen, weil ich eigentlich mehr der Typ bin für Richtung Naturkosmetik und wenn möglich, wenn man da passende, gute Produkte findet, dann greife ich lieber zur Naturkosmetik, aber leider, leider funktioniert nicht alles auf meiner Haut, was im Naturkosmetikbereich zu finden ist. Von daher ist es bei mir immer so eine Mischung. Bei der Judith Anti-Aging Foundation haben wir Stoffe drin, wie zum Beispiel Silikone und Aluminium. Man muss aber noch sagen, dass es wirklich sehr, sehr gängig ist, dass da auch Aluminium und Silikone enthalten sind in den Produkten. Und wer da wirklich großen Wert drauf legt, sollte da mal einen Check-up machen bei CoCheck. Dann machen wir einfach weiter mit der Eyeshadow-Palette. Die Verpackung ist wunderschön, finde ich. Sie ist sehr, sehr stabil. Sie kommt mit einem Spiegel hier unten und hier haben wir vier verschiedene Farben. Das sind sanfte Erdtöne mit reichhaltiger Farbabgabe laut DM. Und da sind drei matte Töne und ein zart schimmernder Farbton. Und ich versuche da jetzt einfach mal einen Look zu kreieren, einen Alltagslook, nichts Besonderes. Die Pigmentierung, das kann ich euch auch zeigen. Farbintensität ist so geswatcht, ganz okay. Also jetzt nicht herausragendes, aber wir wollen mal schauen, wie sich das auf dem Auge verhält. Ich würde mal sagen, wir tragen jetzt erstmal diesen hellen Ton hier als Base auf. Dann gehe ich hier in diesen helleren Sandton rein und gebe das Ganze in auf meinem beweglichen Augenlid. Ich gehe dann in den ganz dunklen Braunton rein und gebe das in meine Lidfalte und ziehe das auch noch ein bisschen höher, weil ich Schlupflider habe. Also ich hätte gedacht, die würden krümeln, tun sie aber nicht. Ein bisschen, aber ich finde Fallout sehe ich da eigentlich kaum. Die lassen sich eigentlich relativ gut verblenden. Der Braunton lässt sich eigentlich relativ gut verblenden. Die Pigmentierung ist jetzt nicht so krass, dass ich sagen würde, wow, aber so, man kann es aufbauen und für den Alltag ist das völlig in Ordnung. Jetzt haben wir hier noch diesen schönen Schimmerton. Den trage ich mir hier auf die auf das Augenlid auf. Musik.
Jo. Ja, es schimmert schön, finde ich. Ich glaube, wenn man den jetzt noch anfeuchten würde, würde da ein bisschen mehr Schimmer rauskommen. Aber ich denke, das reicht völlig für den Alltag. Zu der Lidschattenpalette kann ich sagen, sie hat kaum Fallout. Aber die Pigmentierung ist auch nicht so der Burner. Aber ich denke, das reicht für den Alltag aus. Lässt sich auch sehr gut verteilen, verblenden. Man kann es aufbauen. Von daher ist das eigentlich ganz in Ordnung. Inhaltsstoffe sind hier auch nicht berauschend, weil dort Mikroplastik enthalten ist und auch Palmöl. Genau, also wer darauf großen Wert legt, sollte nicht zu dieser Palette greifen. Dann machen wir uns jetzt an die Augenbrauen ran. Auch hier hole ich euch wieder näher ran, beziehungsweise ich zeige euch erstmal das Produkt. Und zwar, das ist Judith Shaping Eyebrow Gel, Definition, Verdichtung und natürliches Finish. Das ist, kommt in so einer Tube, da sind 6,5 Milliliter drin. Man muss es hier oben vorne aufschrauben. Dann haben wir hier einen abgeflachten Pinsel, so wie ich den auch normalerweise nutze. Und dann schraubt man das Ganze ab. Und dann haben wir hier so eine Öffnung. Und dann soll man wahrscheinlich das Produkt rausdrücken, im Gucken, ein bisschen Produkt rausdrücken. Ah, genau, da ist das Produkt. Und dann mit dem Pinsel etwas von dem Produkt entnehmen, aufnehmen. Ja, die Farbe, ich hoffe, die Farbe passt. Augenbrauengel gefällt mir jetzt nicht so. Die Farbe ist okay, finde ich. Sie ist ziemlich aschig. Also ich habe da jetzt keinen Rotstich drin. Aber irgendwie gefällt mir der ganze Auftrag nicht. Also der Auftrag ist nicht so... Also ich mache das lieber mit einem Puderprodukt. Der Vorteil ist bei diesem Augenbrauengel, dass es hält, ja, dass es die Härchen da hält, wo sie auch bleiben sollen. Aber so die ganze Anwendung ist mir zu kompliziert. Dann gehe ich lieber mit meinem Pinselchen und einem Augenbrauenpuder drüber. Das ist auf jeden Fall einfacher. Es sieht auch natürlicher aus mit dem Puder. ja. Also mir persönlich gefällt es nicht. Zu den Inhaltsstoffen habe ich leider noch nichts gefunden, aber das ist meistens so, wenn ein Produkt ganz neu rauskommt, dass man bei Kojak zum Beispiel die Inhaltsstoffe noch nicht abfragen kann. So, dann werde ich jetzt einfach mal mein restliches Gesicht schminken. Mit der Mascara, die Wimperntusche Genius Mascara, soll Länge zaubern, ist in einem Mitternachtsschwarz und soll auch Volumen zaubern, also extremes Volumen, maximale Fülle und fantastischen Schwung. Das ist die Mascara, die kommt in mit so einem Bürstchen. Ja, ein sehr komisches Bürstchen, finde ich. Habe ich noch nie gesehen, so ein Durcheinander.
Die Bürstchen sind ziemlich durcheinander angeordnet, mal kurz, mal lang. Und das Ganze tragen wir jetzt einfach mal auf. Super, super schön und Länge ist gut, Volumen ist, finde ich, auch okay. So, also auch hier die Inhaltsstoffe. In dieser Mascara ist Palmöl mit drin und Paraffinwachs. Genau, also das sind so die zwei Inhaltsstoffe, die ja sehr bedenklich eingestuft werden. Vom Ergebnis ist diese Mascara super, finde ich. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Sie hat auch jetzt kein Fallout, so wie ich das sehe. Gut, ich werde mich heute Abend sowieso nochmal bei euch melden, um eine kurze Review abzugeben, was die Haltbarkeit des Make-ups betrifft und auch des Augenbrauengels und der Mascara. Genau. Okay, dann bis gleich. So, es sind mittlerweile 8 Stunden vergangen und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie sich das Make-up im Laufe des Tages verhalten hat, das Augenbrauengel und die Wimperntusche und der Lidschatten. Ich hole euch mal näher ran. So, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem Augenbrauengel. Es färbt nicht ab. Hat die Härchen eigentlich da gehalten, wo sie sein sollten. Jo, genau. Mascara finde ich super, hat sehr, sehr gut gehalten. Man muss auch dazu sagen, ich bin durch den Regen gelaufen. Also es hat ganz, ganz dolle bei uns geregnet und das Mascara hatte kein Fallout, ich hatte keine Panda-Augen, ich hatte keine Rückstände hier unten und der Schwung ist meiner Meinung nach noch geblieben. Von daher Mascara finde ich sehr, sehr gut. Lidschatten, ne, im Laufe des Tages muss man einfach damit rechnen, wenn man durch den Regen läuft, dass der sich wohl so ein bisschen abträgt, aber das Gold, was ich hier unten aufgetragen habe, hat sich so ein bisschen hier oben abgefärbt. Aber ich denke mal, weil die Augen halt nass geworden sind, ne, das ist klar, wenn es hier unten feucht ist, dass ich das dann so ein bisschen auf meine Schlupflider abstempelt. Aber so bin ich mit dem Lidschatten eigentlich auch sehr, sehr zufrieden. Make-up, ja, wie soll ich sagen? Bin ich eigentlich auch relativ zufrieden mit. Es hat eigentlich ganz gut gehalten, aber wie gesagt, ist klar, dass ich das nach 9 Stunden doch ein bisschen abträgt, aber es hat sich nicht sehr, sehr viel verändert. So dieses Gefühl, was ich am Anfang hatte, dieses Maskenhafte, hat sich so im Laufe des Tages auch gelegt. Und von daher, Make-up finde ich eigentlich auch ganz okay. Also ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Aber Make-up, ich weiß nicht, ob ich es weiterempfehlen würde. Denn ich würde lieber dann doch zu diesem M. Assam zurückgreifen. Und ja, bei den Lidschatten ist Mikroplastik drin gewesen. Und also alles Sachen, die man nicht unbedingt in Kosmetika haben möchte. Und von daher weiterempfehlen nicht unbedingt. Also es gibt bessere. Anti-Aging, Pflege, jetzt beim Make-up habe ich jetzt nicht gespürt, extra Pflege, Elastizität auch nicht unbedingt. Jo, mein Fazit ist einfach, wer es kaufen möchte, soll es tun, aber es ist keine, es ist nicht so, dass ich sagen würde, ja, das Ergebnis ist mega gut, das soll ich. Genau. Falls ihr auch Erfahrungen gemacht habt mit Judiths Favorites, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, welches hat euch am besten gefallen, welche
hat bei euch überhaupt nicht funktioniert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich